Servus Leute, willkommen zu meinem Adventskalender der Picture LPs. Und wieder ist ein Tag vorbei. Und heute sind wir bei Tag 21. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang. Wir machen nämlich Türchen 21 jetzt auf. Ja, ihr seht, was hier wieder steht. Und zwar nochmal eine Avantasia. Wie gestern. Weil das einfach, finde ich, die Artworks und die Venues einfach absolut mega geil sind. So, und jetzt holen wir das Ding mal raus. Und auch dieses ist wieder ein Gatefold. Diese Scheibe. Auch wunderschön. Absolut spitzenmäßig die Artworks. Avantasia, The Mystery of Time. Und jetzt holen wir auch die mal raus. Und die sind auch wirklich absolut gigantisch, diese Scheibe. Und auch diese Artworks. Absolut spitzenmäßig, wirklich. Also ich finde die Dinger absolut voll gelungen. Von der Avantasia. The Mystery of Time. Absolut spitzenmäßig sind diese Bilder immer. Was Avantasia da hat. Ich stehe halt auch so richtig ein bisschen so auf Fantasy. Das ist einfach, da holt man mich einfach auch ab mit solchen Artworks immer. Und jetzt holen wir die zweite raus. Und das ist diese hier, die Nummer 2. Tobias Sammets Avantasia, The Mystery of Time, Picture Vinyl am Tag 21. Und nur noch 3 Tage, dann sind wir durch. Also bald habt ihr es geschafft. Und das war diese hier, die Nummer 2. Auch ein wunderschönes Ding. Diese Scheibe und auch ein Mega-Sound. Ja. Yeah. So, stellen wir hier hin. Nicht, dass jetzt draufschneidet wieder. So, und es war jetzt Tag 21 meines Picture LP Adventskalenders. Und reden wir auch gar nicht lang. Machen wir einfach jetzt wieder Schluss. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Tag 22. Gucken wir mal, was da kommt. Und ihr wisst, was zum Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne, Hoshis.